Hallo zusammen. Ich habe eine Anfrage. Kann ich, oder derjenige fragt dann, kann ich übers Handy meine Batterie ausschalten? Es gibt jetzt Hersteller, und das Wort Hersteller ist immer so ein Thema, die können dann ihre Batterie ausschalten übers Handy. Unsere können das nicht, Punkt, fertig, Schluss. Diese Batterien, die gibt es in schwarzen Gehäuse, in weißen Gehäuse, in grauen Gehäuse und wir haben jetzt die in grauem Gehäuse und ich habe hier das BMS. Das BMS können wir anschauen, das ist hier innen drin. Wir bauen die nicht selber, obwohl ich euch jetzt das BMS hier zeige. Wir haben das so dazu. Aber kommen wir zurück, ob ich die Batterie übers Handy ausschalte. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich kein Handy dabei habe, wenn ich privat unterwegs bin, dass ich nicht so begeistert bin von der modernen Elektronik. Und die einen wissen auch, dass ich noch Liontron-Batterien im Sortiment habe. Wenn ich übers Handy diese Batterie ausschalten kann, dann gebe ich vom Handy über das App diesen Batterien einen Befehl. Und bei diesen Batterien geht das nicht. Ihr könnt also nur abfragen. Ihr könnt abfragen, was üblich ist, Kapazität, Strom, Spannung, Störungen, Einzelzellenspannung. Aber ihr könnt übers Handy dieser Batterie keinen Befehl geben. Der Hersteller dieser Batterien kommt aus China, es gibt andere, die haben es auch, und es wäre möglich, dass man das so einrichtet. Nur sitze ich dann auf dem Campingplatz, keine Ahnung, war vielleicht zu laut oder mein Gesicht passt einem nicht, der lädt mir dann das App runter, was ja im App Store verfügbar ist über jede Batterie und ich habe geprahlt, ich habe da so eine gute Batterie, irgendwas, er merkt sich das, guckt das an, das App und schaltet mir das App die Batterie aus. Sobald ich nämlich mich von meinem Handy wegbewege, schaltet es die Batterie aus, also ich kann, ich muss oder kann, habe keinen PIN dazwischen und dann schalte ich einfach die Batterie aus. Bis ich das merke, wie und wo, wenn ich das nicht weiß, ja, dann stehe ich am Berg. Unsere Batterien können das nicht. Da müsst ihr einen NATO-Knochen verbauen. Das ist so ein Teil. Das ist zum Beispiel so ein NATO-Knochen, den könnt ihr ein- und ausschalten. Zum Beispiel im Bootsektor, auf dem Bodensee. Da ist das Vorschrift. Wenn das nicht drin ist, da könnt ihr noch lang sagen, ich kann es über das App ausschalten. Nein, da muss ein manueller Schalter drin sein. Und wenn nicht, könnt ihr das Auto nicht vorführen. Aus diesem Grund kann man unsere Batterien nicht ausschalten. Zweitens ist da noch so ein Thema mit den großen Strömen. Ja, ich kann 300 Ampere rausziehen. Wir haben bei allen Batterien das gleiche BMS. Bei allen Batterien kann man 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde lang 150 Ampere rausziehen. Mehr nicht, dann werden die Zellen zu warm. Das sind die Zellen, die hier drin sind, bei allen die gleichen. Bei der kleinen hier fließen bei 150 Ampere 8 Ampere durch so eine Zelle durch. Die ist nicht größer. Und zwar durch jede, die hier drin sitzt. Bei der hier nur 4 Ampere. Aber diese Zellen werden warm, die Batterien werden warm und es tut den Zellen nicht gut, wenn ihr die so extrem belastet. Die Frage ist ja, was wollt ihr betreiben? Wenn ihr 150 Ampere aus dieser Batterie rauszieht, theoretisch ist möglich. Wir könnten das
App so programmieren, dass man sogar 300 Ampere über dieses BMS rausziehen kann. Dann sind das 16 Ampere für diese Zelle. Und ihr wollt von mir eine Garantie. Punkt. Ich gebe nur 2 Jahre, das ist ein anderes Thema. Dann wäre die Batterie in 20 Minuten leer. Was wollt ihr betreiben? Ein Wechselrichter, 1500 Watt für eine Kaffeemaschine? Die Klimaanlage mit 1000 Watt. Ja, in 20 Minuten ist die leer, die Batterie. Das bringt nichts. Da könnt ihr nicht vernünftig über einen Wechselrichter betreiben. Weil ihr müsst ja den Strom irgendwann wieder reinkriegen. Über einen Ladebooster, über ein Ladegerät und so weiter. Wenn ihr da permanent Ströme von 100 Ampere rauszieht, geht nicht. Aus diesem Grund können unsere Batterien 100 Ampere. Dauerhaft. Kurzfristig 10 Minuten 150 Ampere. Für das stehen wir. Aber nicht Wechselrichter anhängen, elektrisch kochen und so weiter. Wenn ihr elektrisch kochen wollt, dann braucht ihr sowieso mehr Dampf. Und dann verlinke ich euch hier ein Video, wie man elektrisch kocht, induktiv mit IKEA. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.